Hey, liebe Gründerinnen und Gründer, hier ist wieder Vanessa aus dem Gründerplattform Support und herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt beim letzten Kapitel eures Finanzplanes bei eurem Businessplan. Und zwar das letzte Kapitel ist die Liquidität. Und noch eine gute Nachricht, hier müsst ihr gar nichts mehr eintragen. Alles hat sich automatisch aus den vorherigen Kapiteln selber gezogen. Das ist das Praktische an unserem Tool. Aber ihr wollt natürlich trotzdem die Tabellen verstehen und deswegen erkläre ich sie euch auch gern nochmal. Und erstmal wichtig zu wissen ist, dass die Liquidität im Gegensatz zur Rentabilität oder auch hier zur Umsatztabelle und so eine der wenigen Tabellen bei uns ist, die inklusive Umsatzsteuer ist. Und das ist nämlich eine ganz häufige Frage, die ihr uns im Support schreibt. Zum Beispiel hier bei den Umsatzerlösen, dass wenn ihr im Umsatzkapitel seid, dass ihr diese Umsatzerlöse habt und dann bei der Liquidität sagt, warum sind das plötzlich jetzt andere Umsatzerlöse? Und das liegt tatsächlich daran, also einer der Gründe ist, dass hier die Umsatzsteuer mit drauf ist. Und das macht ja auch Sinn bei der Liquidität. Weil bei der Liquidität geht es ja wirklich darum, was ist am Schluss wirklich auf deinem Konto. Deswegen steht hier auch überall Kontostand. Und ja, wenn du Mehrwertsteuer einnimmst von deinen Kunden, dann landet es ja auch erstmal auf deinem Konto. Genau, gehen wir jetzt erstmal hier zur ersten Tabelle und da geht es um die Liquidität zu Geschäftsbeginn. Und da geht es darum, wie ist dein Kontostand, wenn du mit deiner Geschäftstätigkeit beginnst? Hier bei uns irgendwie gerade extrem gut. Und da geht es darum, deine Geldeinlagen werden damit aufgerechnet, deine Kredite werden dort gerechnet, dann minus die Investitionen und die Gründungskosten. Und dann wird da sogar auch noch berechnet, die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für deine Investitionen und die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für deine Gründungskosten. Und das alles ist dein Kontostand zu Beginn der Geschäftstätigkeit. So, jetzt kommen wir zur richtigen Liquiditätstabelle, Abgründung. Dann wird dieser Kontostand, den die Tabelle hier ausgerechnet hat, ist also hier am Anfang plus die Umsatzerlöse des Jahres, minus die direkten Kosten, minus die Personalausgaben, minus die Betriebsausgaben, minus die Zinsen und Tilgung von dem Kredit. Minus die Mehrwertsteuerzahlung ans Finanzamt, minus die Ertragssteuern und minus die Privatentnahmen. Genau, dazu möchte ich auch gerne noch was sagen. Die Privatentnahmen ist auch eine häufige Frage bei uns, weil die häufig falsch berechnet werden. Also Privatentnahmen berechnen sich hier monatlich daraus. Du hast ja private Einnahmen eingetragen im Kapitel Privatentnahmen und private Ausgaben. Und es wird jeden Monat geguckt, übersteigen deine privaten Ausgaben die privaten Einnahmen. Und diese Differenz wird pro Monat als Privatentnahme gerechnet. Und das aufaddiert Monat für Monat im Jahr ergibt dann diese Summe. Und ja, genau. Also viele gehen davon aus, dass das alles jährlich gerechnet wird oder verstehen die Differenz nicht. Deswegen also wichtig, die Differenz aus privaten Einnahmen und privaten Ausgaben. Zweite wichtige Sache ist, dass es sich monatlich angeguckt wird und nicht aufs Gesamtjahr und dann auch addiert wird. Genau, das wären die Privatentnahmen. Bei Umsatzerlöse gibt es auch noch was, was gerade auffällt, wenn man sich das zum Beispiel monatlich anschaut. Und zwar fragen uns da auch viele, warum sie jetzt den Umsatz nicht nachvollziehen können, selbst wenn sie die Umsatzsteuer berücksichtigen. Weil das ist ja schon so das Erste, was häufig vergessen wird, dass hier die Umsatzsteuer drauf ist und bei der Umsatztabelle nicht. Zweites ist, wenn du einen Risikoabschlag eingibst, dann wird der hier berücksichtigt. Das heißt, dann ist hier der Umsatz ein bisschen geringer als in der Umsatztabelle.
Und wenn du ein Zahlungsziel eingibst, meinetwegen von 2 oder 3 Monaten, dann wirst du das hier auch in der Liquiditätstabelle sehen, weil in der Umsatztabelle hast du den Umsatz in dem Monat gemacht, wo du ihn jetzt eingetragen hast. In der Rentabilität wird er auch da auftauchen, aber in der Liquiditätstabelle, da geht es ja um deinen realen Kontostand, werden die Umsätze dann erst in 3 Monaten angezeigt, weil da ja erst real gezahlt wird, weil bis dahin das Zahlungsziel ist. Ja, das sind so die typischen Sachen, warum ihr uns schreibt, dass ihr den Umsatz nicht nachvollziehen könnt. Das ist hier in der Liquiditätstabelle noch sehr wichtig. Genau, ansonsten seht ihr dann hier den Überschuss, Defizit, jetzt sind wir gerade in Monaten, pro Monat. Das addiert sich dann hier auch zum Überschuss, Defizit, Gesamt. Und ihr seht immer, was ihr als Kontostand am Ende habt. Und wenn wir es jetzt hier mal ein paar Monate angucken, seht ihr hier die Zahlen dazu. Genau, was ich in einem anderen Video schon erklärt hatte, was aus der Liquiditätstabelle auch noch zu sehen ist und wichtig ist, der höchste Wert von Überschuss, Defizit, Gesamt, den ihr monatlich habt, und das ist hier im Januar, bei uns im Plan im Januar 2021, diese 7.200,06 €, das wird euch im Kapitel Kapitalbedarf und Finanzierung als Betriebsmittelbedarf ausgeworfen. So, dann haben wir, glaube ich, alle wichtigen Dinge zur Liquidität. Ich würde euch immer noch empfehlen, auf jeden Fall bei der Liquidität auch ein Diagramm einzufügen. Das macht ihr hier rechts über Diagramm, dann könnt ihr hier Liquidität. Bei Liquidität macht immer eine Monatsansicht sich Sinn. Und dann habt ihr hier so eine schöne Liquiditätstabelle. Also ich mache die in meinen Businessplänen immer auf jeden Fall in die Liquiditätstabelle, und ich packe sie auch immer gerne ans Ende der Zusammenfassung. So, dann haben wir jetzt aber, glaube ich, wirklich alles zur Liquidität. Wir haben jetzt zu allen Finanzkapiteln alles besprochen. Wenn ihr sonst noch weitere Fragen habt, meldet euch immer gerne bei uns im Support oder kommt zu unseren Gründerplattform Live-Seminaren, Webinaren. Wir freuen uns auf euch und ganz viel Erfolg bei eurer Gründung.